Ja, willkommen zu den Nachmittagsvorträgen im OpenStreetMap Track. Wir haben hier einen Vertreter eines Podcastes, der unter anderem auch über OpenStreetMap-Themen sich damit beschäftigt. Und der heißt Mikrowelle, wenn ich recht informiert bin. Genau, von daher mag der eine oder andere die Stimme schon kennen und der gibt uns jetzt einen Überblick, welche Rendering-Möglichkeiten wir derzeit in OpenStreetMap haben. Viel Spaß mit dem Vortrag von Thomas. Jawohl. Also wie gesagt, ich habe den Vortrag übernommen und warum darf ich überhaupt stehen? Was sind meine Referenzen zum Rendering? Warum darf ich überhaupt was zu erzählen? Ich habe mal, ich glaube 2013 habe ich mal einen sehr langsamen Tileserver gebaut. Das ist meine Referenz. Dann haben wir, glaube ich, vor 2 Jahren das Ende angekündigt. Ich habe es immer noch nicht übers Herz gebracht, den abzuschalten. Und dann war ich noch zuletzt bei so einer anderen total seriösen Bude. Lassen wir das. Genau, es gibt im Prinzip ja, wenn es darum geht, irgendwelche OpenStreetMap-Karten zu rendern, zwei verschiedene Wege, die eingeschritten werden können. Das sind halt einmal Bitmap-Karten, wir kennen das, Klötzchen. Oder wir können uns auch für die abstrakte Kunst entscheiden, Vektorkarten. So die neuere Strömung, jetzt auch nicht super neu, gibt's auch schon seit einigen Jahren, verschiebt sich halt weiter in den Client hinein, weil mit Vektoren arbeitet man sowieso früher oder später nur. Eben das Rendering dieser Vektoren schiebt man halt immer weiter nach hinten in die Pipeline. Aber fangen wir ganz vorne an, und zwar mit dem klassischen Rendering-Stack. Das wird jetzt für die Leute, die jetzt irgendwie seit 1903 schon rendern, nichts Neues sein. Es geht eigentlich immer mit irgendwelchen Datenquellen los. Also wir haben dann in der Regel OSM-PBF, irgendwelche Shapefiles. Das habe ich jetzt nur der Vollständigkeit halber hier reingeschrieben. Nicht, dass ich irgendjemand dazu verleiten wollen würde, Shapefiles zu benutzen. Sowas wie Geotiffs für irgendwelche Schummerungen oder Luftbilder oder Dinge, die schon irgendwie vorher mal von irgendjemand anders gerendert wurden oder Daten, die ich nicht aus der Rohquelle bekomme. Üblicherweise ist dann halt der nächste Schritt, wir kennen das alle, es dauert sehr lange, das Ganze wird halt in der Regel irgendwie nach Postgres oder nach Postgres importiert mithilfe von klassischerweise OSM-to-PGSQL oder mit Imposen. Man kennt es so, wenn man diesen Prozess anwirft, selbst auf potenteren Servern, kann das durchaus mal so einen halben Tag oder ähnliches in Anspruch nehmen. Und wenn wir halt diese ganzen Datenquellen irgendwie gesammelt haben, dann wollen wir das irgendwie dem Renderer entgegenwerfen. Also häufigste Software so im OSM-Umfeld, würde ich behaupten, ist so Mapnik. Es gibt natürlich auch Map-Server noch. Kenne ich mich nicht so aus. Bitte, wenn ich Mapnik schreibe, dann denkt euch, das könnte auch Map-Server sein. Wenn wir diese Datenquellen erstmal haben, dann müssen wir ja Mapnik auch irgendwie sagen, wie es damit umgehen soll. Und üblicherweise instrumentalisiert man Mapnik mit XML, mit diesem Mapnik-XML, was so die eigene Konfigurationssprache dafür ist. Aber das will ja eigentlich keiner von Hand schreiben. Also wer es schon mal gesehen hat, das ist so eine sehr längliche Sprache, wo man alles einzeln definiert und naja, es ist so ein bisschen fummelig. Schreibt hier irgendwer Mapnik XML oder hat mal XML von Hand geschrieben? Ja, so ein paar. Wer macht's immer noch? Das ist eins? Okay. Also will man eigentlich nicht. Sind da eben so Metasprachen entstanden. Ich glaube, der größte Vertreter ist Kato-CSS. Es gibt auch Map-CSS, das ist nie so richtig groß geworden. Und um eben diese Metasprachen, die es da so gibt, die eben dieses Stylen vereinfachen und wo man eben so ein bisschen näher am beschreibenden, an der beschreibenden Art der Karte arbeitet, die kann man dann mit verschiedenen Tools nach Mapnik XML konvertieren. Also ich glaube, die erste Software, die es da eben gab für Kato-CSS, weil Kato-CSS ja auch von dieser einen Firma da kommt, war Tilemill. Nutzt hier noch irgendjemand Tilemill? Das wird mich noch... Eins? Tatsächlich eine tapfere Person, die noch Tilemill nutzt. Das ist so ein... Tilemill war halt so ein Ding, das war mal für eine bestimmte Firma... Ich war nochmal der Name von der total wichtig und dann haben die es weggeschmissen nach einer Weile. Aber zum Glück gibt's inzwischen Ersatz.
Cosmtic bzw. Magna Kato, die haben auch beide nochmal so Viewer, also da kann man eben mit so einem interaktiven Previewer sich eben anschauen, was ist, wie würde die Karte jetzt aussehen, wenn ich die jetzt so rendern würde. Und dann kann man halt so die Werte anpassen, so meine Gebäude sollen jetzt grün sein, dann tippt man das im Editor ein und dann sieht man das in dem entsprechenden Viewer. Und die ersten drei, Tilemill, Cosmtic und Magna Kato, die können halt alle Kato CSS und exportieren dann Mapnik XML. Für Map CSS, da habe ich jetzt eins rausgesucht, Comap zum Beispiel. Das kann dann auch am Ende Mapnik XML rausschreiben, wenn man Mapnik benutzen möchte. Eine Sache, die noch diese drei gräulichere Software da haben, also Tilemill, Cosmtic und Magna Kato, das ist, die arbeiten alle mit diesen Tilemill Projects, diesen MML-Files, in denen man eben entsprechend definiert, welche Datenquellen habe ich und die dann eben auch entsprechend ins Mapnik XML später reingeschrieben werden, damit Mapnik eben weiß, welche Quellen es für welche Layer halt dementsprechend laden muss. Magna Kato hier in der Liste kann sogar Map-Server nativ targeten. Genau. Also, wir hatten jetzt auf der einen Seite die Datenquellen, auf der anderen Seite haben wir definiert, wie unsere Karte am Ende aussehen soll. Und dann haben wir in der Mitte den Renderer. So. Und am Ende muss da jetzt irgendwie so eine, ja, möchte ich meinen Browser bzw. meine GIS-Applikation, die ich da habe, mit diesen Sachen füttern. Das heißt, da fehlt irgendwie noch so ein Zwischenstück. Klassischerweise gibt es da das Dreigespann von Apache, also Apache der Webserver, obendrauf Mod Tile und dann dementsprechend das Teil, was im Prinzip im Endeffekt mit dem Renderer redet. Und das kann entweder RenderD oder T-Rex sein. Ich glaube, RenderD läuft bei OSM.org und T-Rex bei OSM.de, wenn ich mich nicht ganz täusche. Kann hier irgendwann zustimmend nicken oder Kopfschütteln? Stimmt. Wunderbar. Habe ich nochmal Glück gehabt. Da gibt's aber auch alternative Stacks. Also man kann da eben auch mit anderen Sachen arbeiten. Es gibt zum Beispiel Tilestash, da kann man sich den Apachen sparen und arbeitet halt stattdessen mit einem Nginx oder irgendeinem anderen Webserver, der im Prinzip diese Karten dann ausliefern kann. Ein Problem, was es da immer wieder gibt, ich habe mir das jetzt installiert, ich habe das auch alles in die Datenbank bekommen, das dauert aber ganz schön lange. Und das stimmt, es gibt halt, sobald man halt mehr Daten hat oder der Server ist nicht groß genug oder der Rechner, auf dem man das rendern möchte, kann das sich durchaus in die Länge ziehen. Vor allem nervig ist es, wenn man eigentlich immer wieder die gleichen Daten rendert, aber nur verschiedene Stile hat. Weil im Prinzip hat man dann der Mapnik, der dann mit Postgres redet, der immer wieder die gleichen Daten aus der Datenbank extrahiert, aber jedes Mal halt neue Bitmaps rausschreibt. Um das so ein bisschen abzufedern, gibt es das Vectortile Pixel Sandwich, auch bekannt als das Mapnik-Doppel. Das habe ich mir alles ausgedacht, von daher. Bitte nicht danach googeln, gibt's wahrscheinlich nicht. Wie erwähnt, bei mehreren Stilen ist es praktisch. Es geht wieder ganz klassisch los. Wir haben OSM-Planeten, dann laden wir den in eine Postgres-Datenbank, nehmen uns einen Mapnik, aber dieser Mapnik rendert jetzt keine Bitmaps, sondern mit dem machen wir im Prinzip erstmal nur eine Feature-Auswahl. Also welche Datenquellen aus welchen Datenbanken möchte ich rausholen? Und erzeuge damit so ein Fat-Vector-Tile im Prinzip und schreibe da eben raus, Fat-Vector-Tile ist jetzt ein normales Vector-Tile, nur eben halt mit sehr vielen Features. Ich würde das jetzt nie so an den Client ausliefern wollen, weil das auch durchaus mal mehrere Megabyte groß sein kann. Aber da ist jetzt erstmal die komplette Flexibilität drin. Das heißt, ich kann jetzt eventuell mit diesem einen Vector-Tile mehrere Stile rendern. Dieses Vector-Tile nehme ich dann wiederum als Datenquelle für den Mapnik und kann das dann auch zum Beispiel wieder kombinieren mit, wenn ich irgendwelche Orthofotos habe oder sowas in der Art. Und Mapnik, wenn er dann eben was rendert, kann er halt eben Bitmap-Teil aus diesem Vektor-Teil und diesem aus den Pixeldaten oder eventuell auch ohne Pixeldaten eben rausrendern. Und das heißt, der zweite Mapnik kümmert sich dann um die Komposition im Endeffekt. Der Riesenvorteil hier ist, dieses Fat-Vektor-Teil, was ich mir auf die Platte halt zum abgecached halt weglegen kann, das kann ich wiederverwenden. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie irgendwie einen zweiten Stil habe, der schwarz-weiß ist, dann kann ich halt wieder die gleichen Fat-Vector-Tiles nehmen und brauche sie nur vorne rum halt zu cachen. Genau. So.
Problem, was hier manchmal entsteht, ist, wenn man anfängt, im Postgres schon sehr viele Operationen zu machen. Also, ja, ich möchte schon mal irgendwie Features vereinfachen oder ich möchte dann auch irgendwelche Bounding-Boxen zuschneiden oder sowas in der Art. Postgres kann ja schon sehr schnell sehr langsam werden. Ich kenne da durchaus Fälle, dass das Abfragen von irgendwie einer B-Box 2 Millisekunden dauert und wenn ich dann die ganzen Operationen drauflege mit irgendwie zuschneiden und vereinfachen, dann sind es plötzlich 200 Millisekunden. Und wenn man das halt eben hochrechnet auf, ich habe mehrere Layer mit mehreren Features und so weiter und so fort, kann das sehr schnell zum Flaschenhals werden. Ein weiterer Flaschenhals kann aber auch die Übertragung von Postgres zu Mapnik sein. Also wenn ich zum Beispiel zu viele Daten raushole, je nachdem, ob Mapnik und Postgres auf dem gleichen Server laufen, kann es halt durchaus sein, dass ich da die Netzwerkverbindung halt saturiere, wenn ich eben einfach alles rausgebe und Mapnik sich dann darum kümmern muss. Und wie schon erwähnt, dieses Fat-Vector-Teil, was ich mir da im Prinzip auf die Platte schreibe, das ist im Prinzip ein sehr billiger, sehr einfacher Cache, weil ja eben da schon referenziert ist, in welchem geografischen Segment welche Daten drin sind und die liegen halt einfach auf der Platte. Und jetzt zum Offensichtlichen, die neueste Strömung mehr oder weniger, und zwar das Übertragen von Vektoren bis zum Client. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip 2 Seiten. Wir haben jetzt eben eine Seite, die diese Daten importiert. Und zum Beispiel mit sowas wie Node-Tile-Server eben Vektor-Tiles erzeugen kann. Und auf dem Client habe ich dann irgendeine Anwendung, die eben mit diesen Vektor-Tiles was anfangen kann und diese dann dementsprechend rendert. Da gibt es zum Beispiel eben Node-Tile-Server, der das eben aus dem Postgres sich holen kann und so weiter und so fort. Und auf der Frontend-Seite dann Config.js zum Beispiel, was das dann auf dem HTML-Canvas rendert. Canvas ist jetzt auch nicht das performanteste der Welt und Postgres nervt immer noch, weil im Prinzip rendern die meisten die gleichen Daten, und zwar alle OSM-Daten mit einem bestimmten Feature-Set, aber eigentlich gibt's immer wieder diesen Import-Schritt. Ja? Eigentlich würden wir ja direkt aus den OSM-Daten Tiles erzeugen wollen, aber was wir halt immer machen, ist, das zuerst importieren, um dann halt wieder alles einzeln in Häppchen rauszuholen. Da fragt sich doch, können wir die Arbeit nicht von anderen erledigen lassen? Ja, was ist denn da noch alles möglich? Und da gibt's halt nochmal die Variante mit eben 3 Layern. Und zwar, ich sag's mal jetzt beim Namen, OpenMapTiles, die machen das eben so in der Art, dass sie eben erstmal eine Pipeline haben, die aus OSM-PBF mithilfe von Imposum die ganzen Daten in Postgres reinlädt, dann machen sie ihre Processing-Magic und am Ende kommen halt MB-Tiles raus. MB-Tiles sind quasi so SQLite-Datenbanken, wo eben alle einzelnen Tiles gespeichert sind. Also man muss sich das vorstellen wie so ein Ordner, wo eben die Tiles drin wären mit den Zoom-Layern nacheinander und mit X- und Y-Koordinaten und die kann man halt auch dementsprechend in so ein MB-Tiles-File packen. Und dann habe ich halt einen Webserver und wenn ich halt in diesem Webserver halt noch einen Map-Style mit drauflege, kann ich es im Frontend zum Beispiel mit Mapbox.gl rendern lassen. Jetzt ist hier natürlich eine kleine Sache. Die Features, die in diesen Vektor-Tiles, in den B-Tiles oben schon fest definiert wurden, die kann ich unten nicht mehr ändern. Das heißt, wenn ich jetzt feststelle, es wäre doch schön, im Zoom-Level 8 die Secondary Roads zu haben, kann ich das mit dem Map-Style schon nicht mehr beeinflussen, weil ich keinen Rückkanal habe. Ich kann nicht wie vorher bei diesem Gebilde mit, ich rede nochmal mit Mapnik und Mapnik macht dann die Selection und ich kann mir das aus Postgres irgendwie rausholen oder kann ich die Keys konfigurieren. Das geht hier nicht mehr. Die Daten, die im Teil drin sind, die sind da halt so eingebacken. Ich habe jetzt natürlich die Möglichkeit, mehrere MB-Tile-Sources zu nehmen. Aber prinzipiell kann ich halt nur irgendwas dazufügen, was schon fertig da ist. Also ich kann da jetzt nicht noch sagen, noch das, sondern ich muss halt eine komplett neue MB-Tile-Source halt nochmal planetweit oder wie weit auch immer ich das rendern möchte, dazulegen. Genau, also das ist halt so, wenn man eben mehrere Sachen kombinieren möchte. Also angenommen, ich habe jetzt ein OpenMap-Tiles, was eben generelle Daten hat und ich habe noch einen eigenen Datensatz,
in dem noch irgendwelche spezifischen Dinge drin sind, die ich auf der Karte rendern möchte, dann kann ich halt eben sagen, hier, liebes Mapbox GL, nimm mal bitte folgende Vector Sources und tu die zusammen und render sie dann später auf eine Karte drauf. Genau. Die Lösungen werden also so ein bisschen spezieller. Also man sieht so, man hat vornherum weniger Einfluss. Die Stacks werden einfacher, aber wir sehen auch, dass sie näher am eigentlichen Nutzungszweck sind. Früher hatten wir halt irgendwie so die Postgres-Datenbank, die immer alle Operationen noch durchführen konnte. Heute haben wir halt fertige Tiles, die wir eben direkt rendern lassen können. Das heißt, man kann halt im Prinzip, also Tiles werden halt irgendwann kein Hervorhebungsmerkmal mehr sein können, weil im Prinzip alle das Gleiche rendern. Wenn alle halt OSM-Daten rendern, dann haben alle die gleichen Tiles mehr oder weniger. Dafür hat es aber den riesen Vorteil, dass zum Beispiel das Styling viel einfacher wird. Weil jetzt kommen wieder die Leute, die Timel nämlich noch benutzen, die kennen das. Man ändert irgendwas und dann dauert das eine Minute, bis es eventuell fertig gerendert ist. Und das nervt und so viel Kaffee kann man gar nicht trinken, wie viel Zeit man da zwischendrin hat. Mit Vector-Tiles ist es sehr einfach, weil der Renderer, der am Ende diese Vektordaten nimmt, der rendert halt im Zweifel 260 mal die Sekunde. Und wenn ich da einen Wert ändere, dann kann ich das halt eben instantan tun und brauche nicht auf die Datenbank zu warten, sondern ich habe schon eben die Feature-Auswahl vorher getroffen. Man wird ja häufig und gerne nach der Zukunft gefragt. Weiß ich natürlich auch nicht. Aber ich denke mal, dass wir halt kürzere Iterationen damit erreichen werden, weil eben Map-Size sich schneller anpassen können. Das heißt, Leute, die vorher vielleicht eben nicht den technischen Zugang hatten oder nicht die Ressourcen hatten, um eben jedes Mal den kompletten Planet zu rendern und zu schauen, so, wo sind jetzt vielleicht die Schwächen meines Map-Styles, die können jetzt viel schneller iterieren oder werden es bald können. Ich denke, dass wir in der Zukunft irgendwie auch flexiblere Pipelines haben werden. Es gibt halt viele verschiedene Anforderungen, an die jetzt mit den Vektor-Tiles noch nicht gedacht wurde. Also zum Beispiel ist Internationalisierung ein Riesenthema. Ja, was mache ich mit Dingen, die nicht in lateinischen Schriftzeichen sind? Ja, kann ich da irgendwie was konvertieren? Kann ich irgendwas automatisch vielleicht übersetzen? Ja, also das sind Dinge, die auf jeden Fall für einige Leute sehr wichtig sind und die uns auch voranbringen, generell kartenmäßig. Aber auch zum Beispiel Sachen wie Generalisierung. Also wir brauchen halt wirklich bessere Generalisierung. Die wir im Moment haben mit irgendwie so ein bisschen Mapping, so ein bisschen Post-GIS-Magic, ist es nicht toll. Deshalb, wir müssen da eben nochmal tiefer rein und sagen so, bevor wir die Vektor-Tiles erzeugen, da müssen wir eigentlich schon vorher dran gegangen sein und diese Geometrien halt schon eventuell generalisieren. Und ganz klar, Fokus auf Client-Side-Rendering, ich denke mal, mit vor allem dem Rieseneinzug von Mapbox GL sehen wir ja, dass es inzwischen auf den allermeisten Plattformen halt schon sehr performant ist, schon auch ziemlich flexibel ist. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da auch Parallelprojekte entstehen, dass da viel in diesem Universum passieren wird. Und hoffentlich überlassen wir das nicht nur einer großen amerikanischen Firma mit M. Ich wäre soweit durch. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Kleiner Disclaimer, ich bin in der glücklichen Position, gerade durch den Prototype Fund, der von der Open Knowledge Foundation organisiert wird, für 6 Monate dafür bezahlt, an Vektor-Tiles und ähnlichen Sachen zu arbeiten. Und ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen. Ja, vielen Dank, Thomas. So, wie sieht's aus? Fragen aus dem Plenum da oben. Denkst du, man muss immer noch so ein Bitmap-Tileset als Fallback für alte Clients anbieten oder kann man irgendwann sagen, alle Clients da draußen können kleinzeitig Rendering in irgendeiner Art und Form? Also ich glaube, das wird noch ziemlich lange dauern. Ich glaube, das große Problem ist eben Kompatibilität. Es geht nicht mal darum, also in Browsern kann ich das relativ einfach austauschen, weil ich da unter Umständen halt nur irgendwie Mapbox GL, JS halt irgendwie dazu klemme und dann rendert mir das automatisch auf meine bestehende Leaflet- oder OpenLayers-Karte. Aber wir haben auch da draußen irgendwelche GIS-Applikationen oder andere Software, die eben davon ausgeht, dass sie Pixel bekommt und die einfach selber nicht rendern kann. Und ich glaube, dass wir diesen Fallback noch ziemlich lange pflegen müssen. Mapbox GL ist Open Source? Mapbox GL, ja,
generell das ganze Spektrum ist Open Source, was halt nicht komplett Open Source ist, ist der Weg, wie sie zu diesen Tiles kommen. Ja, ich wollte nochmal zum Client-Side-Rendering nochmal nachfragen, weil es mir darum geht, irgendwie so diese Concerns ein bisschen zu trennen, sage ich mal, von der Programmierungsseite her und vom Designer. Also wenn sozusagen Kartograf damit arbeitet, dann finde ich es einfach wichtig, dass auch Kartografen dann entsprechende Werkzeuge in die Hand gegeben werden, damit die das ohne größeren Programmieraufwand. Ich finde zum Beispiel Karto CSS finde ich schon eigentlich fast zu viel, um die sozusagen in den Designprozess einzubinden. Also Total. Wenn man jetzt an klassische Kartografen denkt. Und ich denke, da gibt's ja dieses Projekt, das dann Putnik, das schon so in die Richtung geht, das eben dann auch ein bisschen so, ja, ein bisschen die Freiheit uns einfach geben will, dass wir eben nicht sozusagen auf dem Mapbox-Plan dann letztlich angewiesen sind. Deswegen auch dieses wichtige Schlusswort. Vielleicht könntest du noch mal einen kurzen Überblick über die Möglichkeiten geben, die da existieren oder was ja, du dafür Möglichkeiten hast. Es ist noch mau im Moment. Also tatsächlich gibt's wenn es jetzt darum geht, im Client zu stylen. Im Prinzip, es gibt nicht so viele funktionierende Frontside-Renderer. Es ist im Prinzip nur Mapbox.gl.js, was für größere Datenmengen performant im Browser funktioniert. Ja? Ich wüsste jetzt nichts, was irgendwie Kompatibilität hätte und tatsächlich irgendwie Verbreitung hätte. Deshalb gibt's auch im Prinzip ja nur Tools, die diese Mapbox Style Language im Prinzip am Ende rausschreiben. Der große Vorteil ist, diese Style Language ist tatsächlich ziemlich gut dokumentiert. Das heißt, ich habe sogar den Eindruck, es ist jetzt schon besser dokumentiert, als Karto es je war. Karto-Doku war ja immer so ein bisschen jedenfalls habe ich da den Eindruck, dass da mehr Tools kommen werden. Im Moment sind es eigentlich nur die Mapbox-eigenen Tools, denen man allerdings auch eben die Daten, also wenn ich diesen Style halt quasi baue im Mapbox-Interface, kann ich mir am Ende das JSON mit der Definition halt runterladen, wobei man da so ein bisschen aufpassen muss mit Urheberrecht. Da gab es ja durchaus so ein bisschen Diskussionsbedarf. Und andererseits gibt es eben Maputnik, was eben genau das Gleiche tut, nur eventuell ohne eben die Mapbox-Lizenzproblematik. Du hattest ja auch Cossack.js als Vektor-Client-Side-Renderer mit drin. Die haben wieder komplett eigene Tiles weiterhin oder haben die auch irgendeinen Standard genutzt inzwischen? Also wenn ich mich nicht komplett täusche, können die aus Geo und TopoJSON rendern. Das Problem ist, die rendern halt auf dem Canvas und das kann man für so eine statische Karte irgendwie gut benutzen. Ja, dann flackert's mal kurz nach einer halben Sekunde und dann ist das Ding fertig gerendert. Aber wenn es jetzt darum geht, so eine wirklich interaktive Karte zu nehmen, wo ich auch tatsächlich zoomen kann und so weiter, würde ich es eher nicht benutzen. Problem davon ist auch, dass es nicht wirklich maintained wird. Also ich glaube, da gab es seit 2 Jahren keinen Commit mehr. Da ist wieder das eine große Unternehmen, was irgendwie das Interesse dran verloren hat und naja, da liegt halt kein Fokus mehr drauf. Da Thomas recht früh fertig war, wir haben noch ein bisschen Zeit für weitere Fragen. Wie sieht's aus? Um nochmal auf mein Lieblingsthema aktuell rauszukommen, Druckausgaben. Was für Möglichkeiten habe ich, wenn ich als Ergebnis keine PNG-Kacheln haben möchte, sondern SVG oder PDF oder ein anderes Zielvektorformat? Also der große Vorteil von Mapnik in der Chain ist, dass das im Prinzip fast alles ausgeben kann. Das heißt, wenn ich SVG haben möchte, kann ich das auch tatsächlich mit Mapnik machen. Und ich glaube, es ist auch bei den Vektorteils. Schwierig. Wäre mir jetzt nichts bekannt, was das tun würde. Möglicherweise gibt's da was. Druck ist nicht so mein Fokus. Man kann immerhin das auch jetzt, ohne das jetzt im Browser zu laden oder einen Screenshot zu machen, was jetzt die Holzhammer-Methode wäre, man kann halt tatsächlich auch die nativen Libraries von Mapbox.gl eben nehmen und so konfigurieren, dass sie eben PNGs rausgeben. Aber ich bezweifle, dass die auch Vektordaten dann wieder rausgeben in einem anderen Format. Denn, also, das ist halt eben der Punkt. Ich bekomme da schon Vektordaten, wenn ich jetzt diese Mapbox-Vektorteil-Geschichten bekomme, also dieses MVT-Datenformat. Aber das ist halt schon sehr spezifisch. Also es ist ein Vektordatenformat zum Rendern von Kacheln. Und so ist das halt gedacht. Und deshalb habe ich unter Umständen den Bedarf, es nach SVG zu konvertieren. Ich weiß jetzt noch gerade von keiner Lösung.
Fürs Erste bleibt es erstmal wieder Mapnik. Deshalb, ich denke auch, also ich habe ja so ein bisschen historischen Abriss gemacht am Anfang, so Tools, die wir jetzt schon haben oder die schon seit Jahren da sind, da muss man auch sagen, die haben immer noch eine Daseinsberechtigung, weil die funktionieren sehr gut. Die sind natürlich teilweise etwas schwierig und fummelig vom Setup, aber unter Umständen sind sie halt die flexibelsten, weil da eben alle Hacker schon mal dran saßen und irgendwie irgendeine Funktionalität raus haben wollten. Ne? Meine Frage ist, OSM2-Vector-Tiles wurde ja umbenannt, weil Mapbox nicht gerne hatte, dass man ihr Schema kopiert, was ja eigentlich Open Source ist. Und meine Frage ist, eine große Frage ist, welches Schema würdest du empfehlen, das aus OpenStreetMap-Daten abgeleitet wird? Also die Feature-Namen hinter diesen Vector-Tiles mussten wir umbenennen und dann hier heißt es neu Class und Subclass statt Class und Type. Hm. Und solche Dinge, die sind ja schon abgeleitet aus OpenStreetMap. Was kannst du dieser Schema-Diskussion sagen? Weil da könnte man sich einigen, hier um die Kräfte zu bündeln. Ja, ja. Also Schema, ich habe das auch, als ich es, glaube ich, vor einem Jahr das erste Mal gehört habe, habe ich es nicht so ganz verstanden, worum es eigentlich ging. Es geht im Prinzip darum, dass ja die Daten, die ich in diesen Vector-Tiles drin habe, ja nochmal quasi Layer haben, die wir in OSM nicht haben. Das heißt, diese OSM Key-Value-Kombinationen werden dann eben auf diese Layer innerhalb der Vector-Tiles eben konvertiert, ja, um sie zu vereinfachen oder zu vereinheitlichen. Das heißt, wenn ich jetzt verschiedene Datenquellen habe, wie zum Beispiel Natural Earth und OSM, dann würde ich die halt zusammenführen auf einen gemeinsamen Layer, der halt einen gemeinsamen Namen hat in den Tiles. Bei den Schemata haben wir jetzt de facto aber keine große Auswahl. Es gibt ja nur, ich glaube, das Open Map Tiles Format soweit. Ich habe jetzt ein bisschen damit gearbeitet. Ich finde das erstmal ganz okay. Wir müssen halt schauen, wohin wir das bringen können, ob da Dinge fehlen und wie auch vor allem die Bereitschaft aussieht, das eventuell zu erweitern. So, ich denke, die Zeit ist abgelaufen. Nochmal recht vielen Dank, Thomas.